Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen einmal zeigen, wie ein komplett neues Notebook eingerichtet wird. Wichtig ist, dass der Stromanschluss, das Netzteil also angeschlossen ist. Ich habe auch gleich ein LAN-Kabel, ein Netzwerkkabel, das mit einem Router verbunden ist, angeschlossen und starte. Wähle Deutsch, Deutschland, Tastatur Deutsch, Amsterdam, Berlin. Und weiter. Der PC bekommt jetzt einen Namen. Und weiter. Hier sieht man, schon verbunden. Eingangs sagte ich ja auch, dass das Netzkabel schon angeschlossen ist, zu Anfang angeschlossen wurde. Ich klicke auf Weiter. Bei den Einstellungen gibt es zwei Möglichkeiten, die Express-Einstellungen verwenden und anpassen. Klickt man auf Anpassen, dann wird man gefragt, ob die Einstellungen für ein Heimnetzwerk vorgenommen werden sollen oder für öffentliche Netzwerke. Je nachdem, was hier angeklickt wird, werden Sicherheitsmaßnahmen automatisch eingestellt. Ich klicke mal auf Zurück und auf Express-Einstellungen verwenden. Microsoft-Konto, wenn man keins hat. Hier muss man nichts eingeben. Neues Konto erstellen. Kein Microsoft-Konto, also ohne Microsoft-Konto anmelden. Unter Ihr Konto müssen Sie nun einen Benutzernamen eingeben. Der PC heißt Büro-PC und der Benutzername zum Beispiel Büro. Dann geben Sie ein Kennwort ein, das sollte aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehen. Es sollte Sonderzeichen und Zahlen enthalten und hier unten noch ein Kennwort-Hinweis. Der Benutzername ist nun Büro und ich sage, ich klicke auf Fertigstellen. Nun ist das, was für eine Installation wichtig war, alles eingegeben worden und Windows wird installiert. In meinem E-Book Windows 8.1 Schritt für Schritt einfach erklärt, zeige ich Ihnen mit sehr, sehr vielen Screenshots, also Bildschirmabbildungen, wie Sie dann mit dem Betriebssystem 8.1 arbeiten können.
Leider werden die Computer neuerdings nicht mehr mit CDs und DVDs ausgeliefert oder nur ganz selten. Sofern das System installiert wurde, sollte man sich einen mindestens einen Datenträger, Sicherungsdatenträger anlegen. Wie so etwas geht, ist in der Regel in den Begleitheften genau beschrieben. So, das ist die neue Oberfläche von Microsoft Windows 8.1. Gehe einmal mit der Maus nach rechts, klicke dann auf Einstellungen, auf Ein-, Aus- und auf Herunterfahren und fahre den PC runter, also der PC schaltet sich jetzt gleich aus. Und nun zeige ich Ihnen nochmal, wie schnell ein eingerichteter Computer startet. Ein Mausklick oder ein Tippen auf die Tastatur. Und ich kann mein Kennwort eingeben. Sie haben gesehen, der Computer startet zügig. Kein Vergleich zu den Computern von vor 30 Jahren. Da mussten wir mehrere Minuten warten, bis das System hochgefahren war. Ich gebe das Kennwort ein, drücke die Enter- oder Eingabetaste, Eingabe, Enter und Return. Das sind die drei Bezeichnungen dafür.